Hallo und herzlich willkommen bei lordaim.de. Mein Name ist Eklis, wir machen den Erfolg. Jemand in Not, den werdet ihr nicht haben im Account. Wenn ihr nämlich jemand eingibt, findet ihr nichts. Denn das ist ein versteckter Erfolg, der mit dem Extra Life Event 2022 ins Spiel kam. Er wurde angeteasert mit der ersten Ankündigung von April, der kleinen Mesmer-Dame mit der Jade-Prothese. Und wir sind hier... Jetzt bin ich schon am Loslaufen. Hier, Wegmarke, verschiedene Vorsprünge. Hier einmal rein. Am Eingang sind ein Char, ein Tengo und ein Doljak. Hier die Höhle entlang. Nach ganz unten, wo alle hinwollen. Und hier ist ein eine Silvari-Dame namens Sinja. Die eingesperrt ist. Wenn man dagegen läuft, bounced mal zurück. Das ist sehr witzig. So, und ihr könnt nur mit ihr sprechen, wenn sie gerade irgendwie am Rand steht. Ja, sie erzählt euch ein bisschen was und sie bringt euch ein wenig durch die Gegend. Ihr werdet dieses Symbol des Öfteren jetzt während dieser Schnitzeljagd sehen. Armer Kerl sitzt ganz allein dort in der Falle, hab ihm geholfen, da rauszukommen. Nein, aber ich wurde in die Größe einer Ameise geschrumpft. Es gibt genau ein Jumping Puzzle. Es dreht sich alles um Jumping Puzzle. Es gibt genau ein einziges Jumping Puzzle, wo man die Größe einer Ameise erreicht. Und das ist in der Eisenmark an der Wegmarke Alte Pikenruinen. Ich sag's von vornherein, ihr werdet HOT brauchen und ihr werdet POF brauchen. Von Vorteil wäre es natürlich, wenn ihr Gleiten besitzt. Ansonsten werden einige Teleport zu Freunden. Das zeitliche Segnen. So, hier ist April wieder. Und sie textet euch jetzt schon wieder zu. Dann springt ihr einfach nach unten rein ins Jumping Puzzle. Diebe werden hier einen absoluten Vorteil bei diesem Jumping Puzzle haben, weil sie mit der Stab 5 von Säule zu Säule springen können. Und teilweise auch direkt auf die andere Seite und nicht nur irgendwie das halbe Jumping Puzzle springen müssen. Mir fällt keine andere Klasse ein, die das so gut kann bei diesem Jumping Puzzle. Aber bevor ihr das hier springt, lauft ihr nach da hinten. Da ist auch schon das Sammlungssymbol. Collection, Sammlung. Warum habe ich gerade umgedreht? Okay. Wenn ihr das hier andrückt, dann kriegt ihr die Special Action Taste. Und hier sind 5 Aprils und die April, die sich weiter bewegt, während die anderen stehen bleiben. Ihr werdet das gleich sehen, wenn die hier gleich wieder stehen bleiben. Ist die, die ihr braucht. Und auf die macht ihr die Special Action Taste. So. Dann taucht hier hinten auch wieder das Sammlungssymbol auf. Das heißt, ihr müsst dieses Mal das Jumping Puzzle springen. Und das Jumping Puzzle ist gemein, denn manchmal werdet ihr sehr groß und manchmal sehr klein. Und das ist sehr verwirrend. Und ich muss mir abgewöhnen, diese Taste zu drücken. Für Kehrtwende. So, so. Jetzt seid ihr sehr, sehr klein. Vorsicht. Nein, abgestürzt. es kann sein, dass Gegner euch hier gerne mal runterschubsen. Aber derzeit sind gerade so viele Spieler hier am Springen, dass es vollkommen egal ist. Da kommt Geröll runter, das Geröll macht Aua. So, hier rüber. Jetzt bin ich echt zu wenig. Das ist das richtige Siegel. Wir wollen ein bisschen Eile zwischendrin haben. Ja, auf dem Dieb ist es einfacher. Dankenswerterweise wurde mir der Account hier zur Verfügung gestellt. Also beklage ich mich nicht.
Jetzt bin ich sehr groß. So, so. Oh. Ich habe zweimal nach vorne gedrückt. Moment, ich muss das mal kurz ändern. Doppelter Tastendruck ausweichen. Nein, möchten wir nicht. Das größte Problem, was die meisten Spieler haben, wenn sie einen sehr großen Charakter haben, wie Norn oder so, wird die Kamera hier sehr viele Probleme machen. Weil ihr dann irgendwo mit eurer Kamera seid. Das hier ist tendenziell sogar das schwierigste Jumping Puzzle von allen. Stimmt nicht, der letzte Part ist der ekelhafteste. Weil er selbst mit einer Himmelsschuppe gemein ist. So. Fast am Ende. Jetzt nicht einmal abstürzen, bitte. Danke. So, einmal interagieren. So, Geschichte des Kollektivs, Band 1. Wer sich durchlesen möchte, kann einmal kurz pausieren. Ich gehe auf Seite 2. So. Bitte sehr. Die Truhe nehmen wir mit. Da ist Loot drin. So, jemand in Not. Wir markieren uns das mal an. Kehr zurück zu Zinnia. Das heißt, wir gehen wieder nach Löwenstein. Wieder zur Wegmarke verschiedene Vorsprünge. Solltet ihr das mal... der Ladebildschirm wird ein anderer sein, wenn ihr das jetzt abseits von Halloween macht. Also es kann sein, dass der Ladebildschirm ein anderer ist. Moment, ich... Die Beobachtungsliste... Egal, ich find ihn schon da. Jemand ist in Not, den haben wir offen. So, Zinnia ist wieder am Fluchen. Er hat meine Magie außer Gefecht gesetzt. Ich habe alles versucht. So, sie steht in der Mitte. Wir können sie kaum ansprechen, weil wenn wir zu nah dran gehen, dann bouncen wir zurück. Ich bin bei den Ruinen aufgewachsen, habe sie erforscht. Das ist in den Kessex-Hügeln. Denn im Teaser tanzt das kleine Mädchen hier in Lehen des Zauberers. Das heißt, hier in diesem Jumping Puzzle ist das Ganze. Und da lernen wir die erste Mechanik kennen. Die zweite Mechanik. Die erste haben wir mit der Lupe kennengelernt. Jetzt hier ist hier die zweite. Ich nehme natürlich die Himmelsschuppe, weil ich sehr faul bin. Hui. So. Ja, April begrüßt uns wieder. Bei diesem Jumping Puzzle müssen wir mit Orbs arbeiten. Diese Orbs geben einen Timer. Hier geht es nach unten. Hier rüber. Hier ist der erste Orb. Wenn wir mit dem interagieren, können wir uns in Position merken und uns wieder zu der zurücksetzen. Das brauchen wir nicht, denn wir sind ein überaus guter Springer. Und wir müssen 3 Orbs hier in diesem Fall einsammeln. Jetzt geht's hier rüber. Nein, wir wollen nicht nach unten. Wir wollen hier hoch, 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 weiter hoch. Ihr habt eine Minute Zeit, bevor dieser Orb ausläuft. Ihr seht diesen Timer über eurem Kopf. So, Orb Nummer 2. Jetzt machen wir
Trick Nummer 17. Hier einmal runter. Die Treppe weiter runter. Mit möglichst wenig Fallschaden. Noch ein Orb. Und dann gehen wir die Treppe wieder hoch. Und hier ist das nächste Büchlein. Geschichte des Kollektivs. Geht auch viel um GW1. Also falls es wen wirklich interessiert. Die zweite Seite ist leer. Das ist traurig. Egal. Wir gehen als nächstes wieder zurück zu Zinnia. Das heißt, wieder nach Löwenstein. Wieder Wegmarke, verschiedene Vorsprünge. Wieder derzeit der Halloween-Bildschirm. Falls sich jetzt jemand fragt, muss ich das jetzt heute machen? Nein, ja, die Erfolge bleiben die ganze Zeit über da. Wieder zum Toljak, Tengo und Char, die hier vor diesem Eingang stehen. So. Ich weiß nicht, wie sie uns entdeckt hat. So, wir können mit ihr sprechen. Und sie hat euch noch eine alte Schachtel genannt. Das kleine Mädchen ist frech. Arg, ich habe ewig gebraucht, um hineinzugelangen und so hübsch war es noch nicht mal. Gut, na schön, es war ziemlich hübsch. Das ist der einzige Tipp, den es gibt. Es gibt einen Hinweis über Twitter, der da lautet, ich suche es euch raus. Das hat der offizielle englische Kanal gestern gepostet. Das war an, wenn ich es jetzt auf die Schnelle finden würde. Das war gestern Abend schon. Genau, oh, ich habe ewig gebaut, um hineingelangen. Der englische, der Tipp auf Twitter ist viel besser, denn der sagt, man soll dahin gehen beim Berg XYZ, wo die Wurzeln nach oben und nach unten gehen und das ist im Mahlstromgipfel. Das ist hier unten Detris Steiger und wir können gleich hier die Wegmarke Alter Hammergrund verwenden. Wir müssen uns nicht mit den Kreaturen rumschlagen, die uns den Schlüssel geben. Denn, ich mach mal die Karte auf. Hier ist schon direkt das Sammlungssymbol und dann müssen wir da rein. Und da ist ein Portal und dann kommen wir rein und dann beginnt ein sehr spannender Part, der keinerlei Feedback hat. Also ihr werdet nicht wissen, ob ihr es geschafft habt oder nicht, denn es wird kein Zähler oder so von euch. Es wird kein Zähler angezeigt. So rum. Ihr drückt hier F, geht rein. Dann seid ihr hier. Hier ist eine Lupe. Die nehmen wir als allererstes auf. Und dann seht ihr hier diese pinken Bubbles. Und davon sind einige hier verteilt. Ein Part ist hier bei diesem Jumping Puzzle. Der andere auf der anderen Seite. Und dann hier einmal beim Baum. Und die kleinen Kügelchen übersieht man gerne mal. So, machen wir als allererstes mal den Teil im Norden. Dann zeige ich euch auch gleich hier den Wassertümpel, wo auch ein Teil drin ist. Hier ist eine Kugel. Ich kürze mal nach hinten ab. So. Vorsicht, hier sind Spinnen. Hier ist noch eine Kugel. Und ja, die Jumping Puzzles sind auch ohne Reittiere machbar. Das haben wir früher alles ohne Reittiere gemacht.
So, auf halbem Weg nach oben ist auch noch meine Kugel hier in der Ecke. Die nehmen wir auch gleich mit. Dann geht es hier an der Felswand nach oben. Springen, noch eine Kugel. Übers Vogelnest, weiter nach oben. Dann ist hier auf dem fliegenden Steinchen noch eine Kugel mitnehmen. Dann ist hier ganz hinten, und bevor ihr jetzt gleich wieder runterspringt, geht ihr euch nach rechts und springt einmal nach unten, denn hier ist noch eine, und dann mit etwas Anlauf hier ins Wasser, weil sonst tut ihr euch weh beim Landen. So, dann gehen wir auf die andere Seite. Halt, ich muss mir echt abgewöhnen, die Taste zu drücken. Hier ist noch eine Kugel auf der Wurzel, die nehmen wir auch noch mit. Die Karte ist bespielt. Die kann nicht geschlossen werden. Dann hier drin, wo die ganzen Moas sind, ist gleich linke Hand eine Kugel. Sphäre, Bubble, wie auch immer. Ich kürze mal kurz ab. Hier oben ist eine... Und dann hier beim Wellenkonzentrat auf dem Vorsprung ist eine Kugel. Und wie ihr seht, ihr habt nichts in der Buffleiste. Ihr habt auch keine Gegenstände im Inventar oder so. Es wird euch nicht angezeigt, wie viele ihr habt. Also gründlich und systematisch ablaufen, weil sonst werdet ihr euch sehr ärgern. Dann geht's hier rüber. So. Hier unten bei der Waldruhe wollen wir gleich hin. Zuerst nehmen wir hier unten die Kugel noch mit, die unter der Wurzel ist. Und Vorsicht, wenn ihr hier daneben springt, fallt ihr sehr tief. Genau, hier an der Seite über die Wurzelkurve, was auch immer. Und jetzt müssen wir nochmal nach ganz oben. Nehmt euch hier ruhig die Zeit. Nichts ist ärgerlicher, als wenn ihr... Und erst wenn ihr alles habt, kriegt ihr das Feedback, ist ein Objekt in der Nähe aufgetaucht. Das heißt, ihr wollt wieder nach unten. So, und hier bei der Truhe ist das nächste Buch, nämlich Band 3. Das sind tatsächlich sogar ein bisschen mehr Seiten. Ich lasse euch das mal offen, damit ihr da pausieren könnt. So. Und es geht wieder zurück zu Sinja nach Löwenstein. Wer hätte es gedacht? So, nach unten, nach unten, nach unten. So, jetzt sprechen wir wieder mit ihr. Wenn ihr mich hört. Dann erzählt sie, dass sie nicht Abtei Durmand ist. Oder Orden der Gerüchte.
Der Tipp ist so ziemlich nichtssagend. Ich empfehle euch tatsächlich, auf Twitter zu gehen. Da steht nämlich, wo es hingeht. Und in diesem Fall ist es, dass bin schneller als ein Centaur. Dieses doppelt so viel Platz braucht, dieses Sprungrätsel. Und es gibt tatsächlich ein Sprungrätsel, was nahtlos in ein anderes übergeht. Und das ist hier im Caledon-Wald, nämlich Morgenspirale. Und es geht um Pilze und auch der Tipp mit Morgen stimmt. Das heißt, wir porten zur Morgenspirale. Und dann gibt es ja dieses kleine Jumping-Puzzle vom Albtraumhof. Da müssen wir auch nochmal drüber. Also entweder springt ihr hier drüber. Ich schau mal, ob ich das jetzt hier auf Anhieb hinbekomme. Es gibt nämlich einen wunderbaren Skip, zumindest für den ersten Teil. Bin mal gespannt, ob ich den hinbekomme. Ja. Nein, ich habe ihn nicht hinbekommen. Man kann da nämlich ein bisschen mit der Himmelsschuppe rumexperimentieren, dann kommt man darüber. Es ist verwundbar. Also, wir haben unseren Spaß zusammen, aber ich würde es doch schöner finden, wenn das Kollektiv hinter mir her wäre. Die sind nämlich. Das Jumping Puzzle hier macht unglaublich viel Spaß. Die sind so gut konzipiert, die Jumping Puzzle, die sind so toll. So, falls ihr nicht wisst, wo es hier weitergeht, im Zweifelsfall ist es immer die Wurzel. Ich bin daneben gesprungen. Ich würde es doch schöner finden, wenn das Kollektiv hinter mir her wäre. Die sind nämlich locker die besten. Plant euch ein wenig Zeit ein für den ganzen Erfolg, wenn ihr den am Stück macht. Wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde. Bin schneller als ein Centaur. Das gibt's doch nicht. Ihr müsst übrigens mit den Punkten interagieren, also es bringt nichts, dass ihr direkt zu euch zum Ende porten lasst. Das heißt, ihr müsst die Passage oder zumindest bis zur Truhe kommen, könnt euch da natürlich hinporten lassen, wenn ihr das wollt. So, bin mal gespannt. Ach Gott. Irgendwie springe ich gerade komisch. Kennt ihr das? Hier springt ein Jumping Puzzle. Beim ersten Mal klappt es wunderbar. Und wenn ihr es dann irgendwann mal wiederholt, denkt ihr euch nur so. Dann klappt es nicht so gut. Bin schneller als ein Centaur. Genau. Achso, Gleiten und Mount sind disabled hier. Also, ihr dürft die nicht verwenden. So, und hier Punkt 1. Die Hälfte ist geschafft. So, jetzt nehmen wir noch die Truhe mit, damit es ein bisschen Loot gibt. Vielleicht wäre es ja ein Precursor drin. Nein, schade nicht. So. Und jetzt kommt der ekelhafte Part. Nämlich der mit dem Albtraumhof.
Erstmal geht's ganz nach unten, damit wir wieder auf der anderen Seite ganz nach oben dürfen. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, ist ein Sadist. Hier bei dem Albtraummörser geht's nach oben. Und im Zweifelsfall immer über die Pilze nach oben. Ich springe gerade sehr komisch, fällt mir auf. So, hier auch die Wurzel. Auf die ganz große Wurzel. Dann wollen wir auf diesen Kringel hier springen. Vorsicht, da fliegen manche sehr oft runter. Dann hier weiter über die Pilze nach oben. Wenn euer Charakter ein bisschen zu groß ist, dann werdet ihr ein paar Probleme haben. Jetzt wollen wir hier weiter. In dem Fall sind das die vorderen Pilze. Und jemand hat einen Mech dabei. Die Person gehört verbannt. Den schlimmsten Part haben wir schon hinter uns. Jetzt geht es eigentlich nur noch nach oben. Bin schneller als ein Centaur. Vorsicht, das Gestrüpp kann euch die Sicht behindern. So, wir nehmen als allererstes die Truhe mit, weil die haben wir uns verdient. Hier vorne ist das Lore-Symbol, beziehungsweise das Sammlungssymbol. Und dann sagt sie so, ihr könnt das Buch haben und das Buch ist neben euch. So, ich lasse euch wieder die Seite offen, damit ihr was lesen könnt. So, Band 4. Und wer hätte es gedacht, es geht wieder zurück nach Löwenstein. Jetzt kommt dann auch gleich der erste Part, für den ihr ein Addon brauchen werdet, nämlich in dem Fall Heart of Thorns. Und es geht auf die Lieblingskarte wahrscheinlich der allermeisten Spieler, nämlich auf die Karte Verschlungene Tiefen. Wieder bei den drei Herrschaften Doljak, Tengo und Charain. So. Wir müssen mit der Dame erstmal sprechen, damit wir weiter dürfen. So, als nächstes geht es in Verschlungenen Tiefen. Und bevor euch hier dumm und dämlich sucht, nehmt ihr als allererstes mal hier die Wegmarke Passage des Drachen. Und wenn ihr keine Einsichten in die Beherrschung der Erhabenen habt, werdet ihr euch sehr schwer tun. Wenn ihr kein Gleiten habt, auch ebenfalls. Ihr könnt allerdings zum Endpunkt der ganzen Tour euch mit einem Teleport zum Freund teleportieren. Macht das. Das funktioniert. So. Wir wollen hier hin, wo der Aufwind ist. Und nach unten ins Wasser. Wofür braucht ihr die Einsicht? Die Einsicht braucht ihr gleich dann für dieses Lichtzeichen. Für das Signalfeuer. Signalfeuer heißt das. Wenn ihr das nämlich nicht benutzt, werdet ihr wie der Vordermann hier einfach aufgefuttert. Und ihr habt 30 Sekunden Zeit ungefähr. Und ihr braucht nur die ersten beiden Signalfeuer. Halt, ich habe das Signalfeuer angetatscht. Hallo. Dann eben so rum. Und jetzt nach der Passage, nach der Höhle geht es eigentlich nur noch nach oben. Mhm.
Ja, ich bin noch gar nicht entweit. Darf ich aufmounten? Wow, ich darf nicht aufmounten. Jetzt darf ich aufmounten. Der Rochen ist schon ein tolles Wesen. So, jetzt seid ihr hier in dieser Passage mit den Kristallen. Wenn ihr keinen Mount habt, ist hier der Start. Ihr müsst hier über die Kristalle nach ganz hinten springen. Und dann über so ein Wurzelwerk nach oben. Wir sparen uns den Teil. Wir nehmen direkt das Mount. In dem Fall die Himmelsschuppe. Genau, ihr müsst dann hier über dieses Wurzelwerk nach oben springen. Was jetzt aber auch nicht allzu schwierig sein sollte. Nur sehr lang. Das habt ihr gar nicht so übel hingekriegt. So, falls die Tür zu sein sollte, sprecht ihr mit Lox und nehmt die letzte Option, nämlich die mit Zinn. Ansonsten gehen wir jetzt hier einfach mal rein. Und hier sind 1, 2, 3, 4, 5 Aprils und alle haben einen speziellen Satz und wir müssen darauf mit einem Emote antworten. Jubeln ist schon mal nicht das Emote, wenn es um Königin Jenna geht. Es ist in dem Fall Winken. Also slash Winken eingeben. Ihr müsst die Animation nicht durchlaufen lassen. Es reicht, wenn die Illusion von April in Konfetti aufgeht. So, was tut ein Altrache, wenn sein Bauch voll ist? Schlafen. Dann hier hinten. Hallo, darf ich hoch? Sie fragt sich gerade, wie es Sinja geht. Sinja weint. Also weinen eingeben. Dann ganz vorne hier. Was macht sie wohl, wenn sie rausgelassen wird? Naja, drohen. So, und jetzt sehen wir gleich mal, ob dieser Account diesen Erfolg hat. Denn hier gibt es einen alten Running Gag, nämlich mit Abaddon. Was macht man, wenn Abaddon da ist? Nämlich tanzen. Nein, dieser Account hatte den Tanzerfolg noch nicht. Jetzt hat er ihn. So, neues Objekt ist aufgetaucht. Dann gehen wir einfach mal hier hinten hin und drücken F. Band 5. Genau, und es geht um den Vorgänger von Königin Salma. So, als nächstes gehen wir wieder zurück nach Löwenstein. Verschiedene Vorsprünge. Wieder da zu den Tengu, dem Cha und dem Doliak. So, wir sprechen wieder mit Sinja. Zeit für warmes Wetter zu packen und für kaltes. Es gibt tendenziell zwei Jumping-Puzzle, die mit Wetter spielen. Nein, das in der Provinz Metrika ist es nicht. Es ist das im Wüstenhochland. Wenn ihr das Jumping Puzzle noch nicht gemacht habt, dann müsst ihr so einen Druckplatten-Jumping Puzzle machen. Mir wurde gesagt, für die Himmelsschuppe muss man es machen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Das heißt, wenn ihr es einmal gemacht habt, bleiben die Türen für euch alle offen. Ihr müsst in drei Räume rein. April begrüßt einen schon. Fangen wir gleich mit dem Raum hier an. Nein, das ist klasse. Nein, wir fangen mit dem schwierigsten an, nämlich dem Eisraum. So, wir drücken F.
Wenn ihr da nicht F drücken könnt, müsst ihr erst das Rätsel lösen. So. Dann direkt auf die Brücke nach oben. Interagieren drücken. Halt. Ich sollte mehr. Und nach ganz hinten durch fliegen. So, eins weniger, zwei noch übrig. Kurz mal warten. Himmelsschuppe möchte ich nutzen. Danke. Mit der Himmelsschuppe ist das sehr viel einfacher. Das Jumping Puzzle ist konzipiert auf Schakal oder Raptor und Häschen. So, dann gehen wir hier wieder raus. Denn wir haben noch zwei vor uns. So, jetzt bin ich kurz am Legen. Ich meine, das hier war das... Ja, genau. Hier geht's runter zu den Spinnen. Bei den Spinnen am besten nicht durch die Netze durch. Ich hoffe, ich erwische keins. Doch, natürlich erwische ich eins. Jetzt hat es mich erwischt. So. Hier drückt ihr F. Liebe Kleine schon gefunden? Dort ist sie la... Ist die Stimme laut? Hier, ja. Gleiches Spiel nochmal. Und es ist in dem Fall die mit der langen Frisur. Hier haben wir sie schon. So, haben wir auch geschafft. Kommen wir wieder raus. Darf ich mich vielleicht einfach bewegen? Nein, okay. So, wir sind schon auf der richtigen Etage, denn wir müssen eigentlich nur einmal im rechten Winkel außen rum. Ich darf mich nicht bewegen, ich fasse es nicht. So, jetzt warten wir mal kurz, bis wir geheilt haben. Wir müssen jetzt da hinten hin noch. So, und... Hier müssen wir das machen, was wir in der Steige schon gemacht haben, nämlich Orbs einsammeln. Hier ist die Lupe. Bin schneller als ein Centaur. Und wir fangen am besten oben an. Dann haben wir es hinter uns. Wir können mit dem Reittier durchlaufen. Dann funktioniert das ganz gut. Oben sind drei Stück. Meinte, auf der unteren Ebene wären auch wieder drei. Auf der mittleren Ebene wären auch wieder drei Stück. Bin mir aber gerade nicht sicher. Werden wir gleich sehen. Hier auf dem Sockel ist ein Orb. Eieieiei. Da auf dem Treppenabsatz ist noch ein Orb, den nehmen wir auch gleich noch mit. Dann hier unten, hier Vorsicht, hier sind ganz viele Gegner mit Flammen, die euch alle umbringen wollen. Besonders die Feuerelementare, beziehungsweise, was sind denn das? Lava-Elementare. Ich hoffe, ich habe gleich alles erwischt.
So, und eigentlich nur noch der Orb, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das war's. Jetzt gehen wir noch tiefer ins Bauwerk. Hier rase ich raus. Etwas weiter oben die Etage. Hier in, durch die Tür. Und einfach nur nach unten fallen. Warte mal. Da mir das zu lang dauert. So, nach ganz hier hinten. Und da drücken wir einmal F. Da gibt es ein Bratenessen-Rezept für die Königin. So, die Truhe nehmen wir auch noch mit. Das gibt Loot. So, und dann porten wir uns mal kurz hier. Hallo? Ich möchte mich rausporten. Geht einfach in irgendeine Ecke, dann werdet ihr out of fight irgendwann mal sein. So. Und dann... Es steht nicht im Erfolg drin, ihr müsst wieder zurück nach Löwenstein. Entweder Rätselmeister oder Rätselmeisterin. In dem Fall geht's hier wieder hin. Verschiedene Vorsprünge. Und hier rein. Und wir müssen nicht nach ganz hinten laufen, denn April und Sinja sitzen hier. Und es ist immer noch der Synchronisationsfehler hier drin. Ich hoffe, dass in den nächsten Tagen da ein Patch kommt und das eventuell ändert. Ihr müsst den Dialog zu Ende hören. Ihr werdet keine Wahl dazu haben. Das dürfte der letzte Satz sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und das Messner-Kollektiv behandelt solche Dinge vertraulich. So, jemand in Not abgeschlossen, insgesamt 15 Erfolgspunkte, den Titel Detektiv oder Detektivin und den Stuhl. Und den Stuhl zeige ich euch noch fix. Hier draufklicken, der Account-Garderobe hinzufügen. Halt, ändern. So, bitte sehr. Und ihr habt sogar verschiedene Posen, also seriös, entspannt oder aufmerksam. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen. Liken und abonnieren nicht vergessen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal.